Willkommen zurück zu Clash Quest hier bei mir Free to Play. Ich habe wie immer zwischen den Folgen weitergespielt. Dort habe ich wieder zwei Holztruhen gefunden. Und was da drin war, seht ihr jetzt. Unter anderem habe ich ja ein neues Item für den Laden gefunden. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welches von den beiden besser ist. Ich lasse jetzt erstmal das hier equipped, was ich jetzt habe. Wenn das andere besser ist, schreibt es auf jeden Fall rein und dann ändere ich das noch. Ansonsten haben wir in dem Shop wieder gleich vier Sachen gratis, nehmen wir natürlich mit. So, und dann geht es natürlich wieder in die Liga. Tag 5. Geben wir unser Bestes. So. Tja. Direkt wieder schwierig. Prinzen sind halt ein bisschen sinnlos, weil machen wir nur die Mauer mit kaputt. Wir gehen mit den Giants rein. Und die Barbaren gehen halt aufs Gold, das sollen sie eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher was für die Kobolde, ne? Ich krieg aber dummerweise jetzt auch die Einheiten, die angreifen, nicht. Rot, weil meine immer auf die anderen gehen. Dann setzen wir die Kobolde ein, dann sterben vielleicht weniger. So. Dann ich gesagt, nehmen wir nochmal Kobolde, um das Goldlager hier noch wegzubekommen. So, und jetzt die Barbaren. Hier nehmen wir den Swap. So, dann gehen wir hier mit dem Bogenschütze rein. Und jetzt hätte ich gesagt, nehmen wir hier die Kobolde. Ja, gut, ich hatte gehofft, dass noch einer nachkommt. Vielleicht kommt jetzt noch einer. Na gut, dann nehmen wir noch einen Bogenschützen rein. So. 6 Barbaren. Ja, die Prinzen stehen halt immer so, dass sie nur die Mauer kaputt machen. Die vielleicht trotzdem einsetzen. Und die beiden hinteren noch mit dazu swappen. Und dann machen wir nämlich doch schon mal gut Schaden. Und können jetzt mit den Barbaren rein. So, hier nehmen wir 2 Orbits. Nehmen wir hier die beiden Kobolde. Drei Prinzen hätte ich gesagt. Ja, hier ist jetzt die Frage. Könnten auch eine Rocket nehmen, wenn die das zerstört? Ja, dann nehmen wir die Rocket. Ach, Magier. Ja gut, das sieht schon wieder etwas
Kniffel, ja. Nehmen wir den Prinzen, um die Mauer zu zerstören. Dann hätte ich jetzt den Giant eingesetzt, damit der Bogenschütze noch nach vorne kommt. Das bringt aber nichts, weil der vordere dann stirbt. Dann zocken wir den Bogenschützen damit dazu und setzen die ein. So, jetzt haben wir hier Magier, 4 Stück. Nehmen wir wieder die Rocket. Ja, was denn? Wir können den einzelnen Barbaren einsetzen, weil ich denke mal, der Giant tankt das weg. Ja, gut macht er. Dann nehmen wir den Prinzen. Na gut, ist jetzt fraglich, was wir jetzt machen. Wir könnten auch 2 Rockets nehmen. Die kriegt, na gut, die eine kriegt sie nicht ganz. Nehmen wir trotzdem einmal hier. Und dann hier noch eine Rocket drauf und dann lieber Bahn. Jo. Nehmen wir wieder 7 Magier. Prinz rein und machen den Weg für die Kobolde damit frei. So, jetzt die Magier-Kombo, die ist nicht schlecht. Nehmen wir wieder 2-mal den Swap. Würde ich sagen, wir swappen den Prinzen rüber. So, und da hinten am besten eine Rocket. Jo. Sieben Bogenschützen. Mit Bogenschützen können wir dann noch chargen. Ja, was jetzt? Also ich glaube, die Stage schaffen wir dann auch nicht mehr. Ich würde jetzt noch mal eine Rocket hier hinten drauf holen, in der Hoffnung, dass wir Magier bekommen. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier die 4 Kobolde für die Goldlager. Hier swappen wir die dazu, setzen die ein. Genau, dann geht ihr auf die Goldlager. Der eine schafft das Goldlager da hinten noch. Vorher müssen wir aber die Kanone zerstören. Dann das Goldlager. Na gut, die Giants schaffen das nicht mehr. Immerhin 4 Stages, besser als letztes Mal. Neuer Highscore sogar.
Ja, und dann sind wir wieder Platz 4. Also momentan würden wir aufsteigen. Das ist nicht schlecht. Aber es ist gut möglich, dass noch welche nachrücken, weil die hier hinten haben noch nicht gespielt. Na gut, das sehen wir dann die nächsten Tage. Dann lasst ein Abo und ein Like da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und tschüss.